Ja, hallo liebe Leute, zurück bei Pokémon Blattgrün, Nuzlocke Challenge. Ich habe offscreen ein ganz, ganz kleines bisschen trainiert. Ach Mist, schon wieder falsche Taste. Ich glaube, Tiberianus ist ein Level hochgekommen und Guerilla hat sich ist kurz am Entwickeln, aber sonst habe ich nichts gemacht. Ich gehe mal kurz hier lang. Da ist nämlich ein Typ. Huch. Oh, Red. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm es bitte. Red, halt, Turbotreter! Und endlich haben wir jetzt Turbotreter und können ein bisschen schneller laufen. Das machen wir auch, aber nicht hier lang. Oh, warte. Ein paar Turbotreter von meinem geliebten Trainer. Geliebt? Ich bin... ich drücke dir stets die Daumen, gib nie auf, deine Mama. Ach so, Mama, ich dachte schon, das wäre Professor Eich gewesen. Das wäre so ein bisschen seltsam. Hallo, Red, ich liebe dich. Also, wir haben Turbotreter. Damit laufen wir nicht da lang, sondern wieder zurück nach Vetania City. Da habe ich nämlich auch noch was übersehen. Denn es hat zwei Ausgänge, diese Stadt, beziehungsweise drei. Natürlich erstmal nach, wie heißt's? Nach Alabastia und hier oben hin, aber auch noch nach links. Doch nach links. Gute irgendwas. Flucht, ich renne jetzt einfach mal durch. Und da erwartet uns was. Och, cool, hier sind Item. Ein Trank. Da gibt es noch mehr Pokémon zu fangen und da erwartet uns ein Kämpfchen. Ah, Aupi. Oh, ich setz mal Tiberianus nach vorne. Der ist dann nicht am schnellsten. Glaube ich. Riecht. Inne 12, Inne 20, Inne 23. Ja, Tiberianus ist am schnellsten, der kommt nach vorne. Können wir mal flüchten, weil ich will jetzt einfach nur hier durchlaufen. Ah, Mann. Raupies. Oder ich kann auch ein klein bisschen trainieren, weil Tiberianus one-hitted die mittlerweile einfach so wünschlos. Zack. Bam. Obwohl, dann kann ich auch, eigentlich doch noch einmal Guerilla nach vorne machen. So. Wenn ihr noch einmal EP bekommt, wird er zu einem wunderschönen Smash. Guerilla, los! Ne, hier, Pokémon. Und direkt Tiberianus. Hoffentlich macht es Fadenschuss. Ja, Fadenschuss. Windstoß. Sehr effektiv. Raupi wurde besiegt. Guerilla hält EP. Erreicht Level 10. Hey, Guerilla entwickelt sich. Ding, 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 ding. Glückwunsch, Guerilla wurde zu Smetbo. Ja, wir haben ein Smetbo, das Konfusion erlernt hat. Sehr schön. Bericht. So, wie sieht's denn aus? Ach, das können wir jetzt auch vorne lassen. Das hat jetzt in den 21 schneller als Kamul. Das packt's schon. So, halt, stopp. Falsch, so. Nee, Mann! Drücken wir die falschen Tasten. Da will ich hin. So, Konfusion, kommt nach vorne. Und Tackle. Dahin. So. Und jetzt zurück nach Vetania City. Nee, wir sind ja schon. Ach nee, das kommt ja noch. Nee, Vetania City, ja, genau.
Der Britannia-Wall ist ganz schön groß. Oh nein! Da können wir Guerilla gleich mal testen. Los, Guerilla, Konfusion! Bam! Ja, das haut rein. Damit haben wir jetzt auch ein super Pokémon gegen unseren Rivalen. Also hier, Visasam ist ja ein Pflanze-Gift-Pokémon. Und Gift-Pokémon sind bekanntlich anfällig für Psycho-Attacken. Und Konfusion ist eine Psycho-Attacke. Und der kommt jetzt auch gleich, der Rivale, deswegen heile ich nochmal meine kleinen Viecher. Und gehe hier lang, hier. Route 22, waren wir noch nicht, können wir ein neues Pokémon fangen. Dann glaube ich, hier kommt jetzt bald... Nein, nicht hier, woanders. Hier kommt er, müsste er gleich kommen. Ja. Hey Red, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Doch. Die Wache würde ich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja, sind sie. Viel besser als deine. Los, Guerilla. Nochmal Taubsi gegen Taubsi antreten. Tausch. Los, Tiberianus! Haha. Tiberianus hat Adlerauge. Vergiss es. Windstoß! Oh, ist ja gar nicht mal so gut. Mist. ich tausche mal zurück auf Farmul. Ich hätte mich gern vor dem nächsten Arenaleiter, also vor Misty, noch ein Shillock mit Biss. Das wäre ganz gut. Aquaknarre! Ich möchte wechseln auf Guerilla. Tausch. Los. Dieser Samen wird eingesetzt. Konfusion, Guerilla. Oh. Und nochmal. Ich dachte, es zieht mehr. Naja, egal. Es ist tot. Spieler sind die Rivale Gary. Oh nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben. Ja, mach ich ja. Tschüss. So, hier gibt's, soweit ich weiß, Menkis und Radfratz und noch so ein ganz vieles Zeug. Oh, mal gucken, was wird es? Was wird es? Ein Radfratz. Ja. Okay, schade. Ich habe gedacht, es kommt vielleicht ein Menki, das wäre cooler gewesen, aber naja, Radfratz muss ausreichen. Pokémon. Nee, komm, ich nehme einfach mal so einen Pokéball, das wird schon gehen. Das ist nur ein Radfratz. Juhu, ein Radfratz. Ein kleines, sehr windiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden heimisch ist. Ja. Ja, mache ich. Radfratz hat sich keiner gewünscht, deswegen nenne ich es einfach. Magix. So. Auch wenn es weiblich ist, macht ja nichts. Lauf, 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 lauf.
und ins Pokémon Center. Ja, bitte. Oh, ich hätte sogar einen Mankey gehabt. Mankey haut richtig rein später. Schade. Vor allem, wenn es ein Rasaf ist und dann mit Karateschlag oder Kreuzhieb oder so, wie auch immer das heißt. Sehr gut. Setzen wir mal Magix an die Spitze, dann kann es ein bisschen mittrainieren. Das heißt, Level 2 wird also recht schnell steigen. Oh. Ich könnte so gern schon fliegen. Der Schneider wäre auch ganz gut. Naja. Dililu. Los, Magix. Oh Gott, hoffentlich überlebt es dann. Angriff. Puh, ging daneben. Ein Glück. Tackle. Innet sinkt. Oh nein. Ach, geht daneben. Na toll. Ja, setzt weiter Fadenschuss an. Mache ich noch langsamer, als ich schon bin. Ist jetzt Tackle, denke ich mal. Mache ich nicht nochmal. Oh, oh. Wow. Level 3. Nee, ich glaube, hier ging es wieder gar nicht lang. Ach Mist, ich verirre mich hier immer. Los, Magix, aber diesmal. Los, Kamut! Aquaknarre! Oh Mann, das bringt ja viel. Ne, ich muss zurück, glaube ich. Ach Mann! Muss doch rechts rum einmal, oder? Ein wildes Hornliu. Los, Magix! Pokémon! Kamul! Kamul soll ein Schillock werden und Biss lernen. Denn Biss ist effektiv gegen Psycho-Pokémon und Misty Starmie ist ein solches, deswegen gerne ein Schillock mit Biss. Oh, ein Safcon. Könnte Magix so besiegen, aber Kamo. Dann sollen sie beide ein bisschen hochleveln. Auch wenn es bei Kamo echt nur ein kleines bisschen ist. Aquaknarre. Volltreffer, yeah. Und Level 4. Und Level 14. Ja, so schlecht ist es ja doch nicht. Los. Ich glaube, ich schneid mal. Und geht's weiter, wenn wir da sind. Okay, bis dann. Ja, weiter geht's bei Pokémon. So, wir sind hier am Anfang von Route 3. Da können wir jetzt wieder ein neues Pokémon kaufen. Ich zeig nochmal hoch. Ja. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich zeigen, hier, Pokémon. Magix ist auf Level 7 und kann jetzt, wie heißt es? Ruckzucki. Und Kamo ist auf Level 14.
gehen wir nochmal weiter. Oh, hier sind Trainer. Oh, ja. Was starrst du mich so an? Du Göre, du. Ja, Göre, Ricarda. Taubsi. Level 9. Oh. Ruckzucki. Oh nein, oh nein, oh nein. Kamul. Das ist. Radfratz hat lächerlich wenige KP. Das gibt's gar nicht. Aquaknall. Und das geht daneben. Nein, das fängt das an. Nein. Fast gewonnen, aber auch nur fast. Tackle. Und es geht daneben. Windstoß zieht wieder, das geht. Die Genauigkeit sinkt weiter ins Bodenlose. Ja, Tackle, so ist down. Auf sie. Nee, ich lass mal. Kamul draußen. Tackle. Ach nee, Quatsch. Ach nee, Quatsch, das ist ja immer noch geblendet, sag ich mal. Ich tu Tiberianus raus. Haha, Sandfuhl bringt nichts. Windstoß. Das macht auch Windstoß. Ich krieg's da. Ja, einmal noch. So. Bing, Level 12. Ich bin gefährlich, oh ja. Was hat... Ach. Was hat eigentlich Magix für eine Fähigkeit? Nicht. Es ist... Adrenalin steigert Angriff bei Leiden. Ah, okay, gut. Oh, hier ist nix. Super. Ich gehe nochmal ins Pokémon-Center, ich traue dem Braten nicht. Das hat uns gerade, obwohl es nur zwei Taubsis waren, ganz schön eingeheizt. Es gibt da doch nichts Effektives gegen Normal-Pokémon. Außer Kampf. Aber ich habe ja halt keinen Mankey bekommen eben gerade. Mist. Dankeschön. So. Ich denke mal, ich beende die Aufnahme dann mal. Beim nächsten Mal geht's weiter auf Route 3. Bis dann. Tschüss.